Leute, heute ist so ein cooler Tag. Ich bin mit meinen Freunden einfach im Sandkasten. Komm schon, Rexy, wir müssen zusammen die größte Sandburg bauen. Wir müssen nämlich größer bauen als Odi. Ey Mann, ich hab grad mal so eins. Uns ist schon viel größer als deine. Und außerdem, Rexy, schau mal, für uns beide hab ich... Warte mal. Was ist das? Was Erdbeben, ist hier so? Leute, Erdbeben! Geht zurück ins Haus! Odi! Warum? Warte mal. Das ist einfach ein Dussel. Ja, aber warum ist denn hier so. Na, alles ist so laut und der Boden wackelt! Das ist wie, als wäre hier. Ach du! Heiliger Bimba! Das bin ja ich! In Riesig! Ich laufe nach Hause! Ich glaube. Rexy, der kommt direkt auf uns zu. Mach schnell auf. Sofort, lass mich rein. Ach du heiliger Bimbam. Rexy, das bin ich. Aber in Riesig. Und er hat ein Schwert. Rexy, ich glaube, er will hier reinkommen. Oh nein. Ich glaube, Rexy, was? Was macht der? Der will reinkommen. Nein, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen zu unserem Haus und es sicher bauen. Beeile dich. Schnell. Los. Oh, weia. Leute, einfach ein riesengroßer XXL-Lumi versucht, in unsere Base einzubrechen. Oh Mann, Leute, wir müssen unser Haus sicher machen. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, lasst bitte innerhalb der nächsten 3 Sekunden unbedingt ein Like da. 3, 2, 1. Okay, danke schön. Rexy, wir dürfen nicht viel Zeit verlieren. Wo ist Odi eigentlich? Odi? Ich pack meine Koffer. Wir sehen uns, Lumi. Nein. Du musst hier bleiben. Du musst uns helfen, das Haus sicher zu machen. Wir müssen jetzt schnell zu Odi. Oh Mann, Odi, wo... Was machst du da in der Ecke? Erdbeben. Oh, Jungs, Erdbeben. Es ist kein Erdbeben, sondern ein Riesen-Lumi. Der will unser Haus kaputt machen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen das Haus jetzt sicher bauen. Ihr müsst mir sofort... Oh nein. Er ist weg, Leute. Oh nein. Ich glaube, er versucht gerade einen anderen Eingang zu finden. Wir müssen alle Wände ganz genau im Auge behalten. Okay, ich würde sagen, wir gehen in unsere geheime Masterkiste. Wir müssen das Haus jetzt sicher machen. Seid ihr für alles bereit? Los geht's! Die geheime Masterkiste, bist du sicher, Lumi? Ja, wir haben keine andere Wahl. Kommt schon, Jungs, alle nach unten, Beeilung. Wir müssen das Haus sicher machen. Oh weia, irgendwo hier. Ich könnte schwören, ich habe hier irgendwo vielleicht... Hier in dem Fass, ihr müsst hier reingucken, Rexy, schau dir das an. Wow. Hier sind richtig viele Sachen. Raketenwerfer, Jetpacks. Das ist unsere geheime Kiste, falls irgendwas Schlimmes passiert. Ich würde sagen, ich nehme hier alles raus. Wir teilen das gleich auf und dann müssen wir damit unser Haus sicher machen. Okay. So, perfekt. Ich würde sagen, Beeilung. Rexy, ich habe schon eine Idee. Okay, Leute, ich würde sagen, da der Lumi so groß ist, müssen wir diesmal was Stärkeres bauen. Ich würde sagen, wir platzieren überall am Haus so Raketenwerfer. Was haltet ihr davon? Ich glaube, wir platzieren die irgendwo da oben am besten, ne? Warte, Lumi. Aber das Erdbeben hat aufgehört. Was für Riesen, Lumi. Du bist doch hier, Lumi. Da ist bestimmt nichts. Komm mit. Nein, Odi, da war wirklich... Da war geht da weg. Warte mal, was machst du? Lumi, hier sind ganz viele Lumis, Leute. Ich lass die ra... Lumi! Aua! Jungs, warte Hilfe! Warte mal! Das sind auch Hilfe. Noch... Warte, Rexy, nimm dein Schwert raus. Oh, nimm das! Aua! Ich bin gleich tot, Rexy. Oh nein! Ich mach das schon! Schlag ihn! Aua! Hab ihn! Oh Mann! Odi, anscheinend... Hat der Riesen-Lumi auch kleine Baby-Lumis? Das bedeutet, wir müssen auf beides achten. Danke, Rexy. Hast du das? Oh, du bist ekelhaft. Nimm das wieder. Ist das Lumi-Fleisch, du Ekel? Ich will es gar nicht wissen. Kommt schon, Jungs. Das bedeutet, wir müssen eine Verteidigungsanlage auch gegen kleine Lumis bauen. Ich habe eine coole Idee. Und zwar, damit die nicht reinkommen, zeige ich euch was. Schaut mal. Ihr müsst mir jetzt helfen. Und zwar vor dem Haus... Wir machen dann hier gleich noch einen Lavasee. Aber davor, passt auf, ungefähr hier buddeln wir einen kleinen Graben. So, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen. Jetzt brauchen wir einen Kolben. Habt ihr noch ein paar? Weil die machen wir dann dahin. Darauf machen wir dann einen Magma-Block. Und Rexy, ich bräuchte jetzt einmal ein paar Steinstufen. Hast du ein paar Stufen für mich?
Natürlich. Oh, das ist lieb, danke schön. Jetzt ganz genau aufgepasst. So, passt auf, dann hier oben kommt jetzt eine Stufe hin, so. Und jetzt zeige ich euch, was ihr seht. Wir müssen jetzt hier davor machen wir dann überall Redstone hin, zack. Und da drüber, wartet, machen wir jetzt einfach eine Druckplatte, so. Und wenn diese Baby-Lumis dann kommen und hier drüber laufen, seht ihr schon, kommen die hier nicht durch. Siehst du, man kann da nicht durch. Das heißt, die haben keine Chance, in unsere Base einzudringen. Das müssen wir jetzt um das komplette Haus rumbauen. Habt ihr verstanden, ne? Los, los, los! Dann helft mir. Wir machen jetzt hier überall Graben. Und zack, Beeilung, Jungs. Das muss um das komplette Haus rum gemacht werden. Und zack, und graben. Wir müssen Teamarbeit machen, Leute. Wenn euch das gefällt und ihr denkt, dass die Base sicher wird, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Okay, super. Wir machen da auch überall Redstone hin. Udi, hast du noch ein bisschen Redstone für mich? Ja, warte. Ich hab ein Stack noch gehabt hier. Oh, danke schön. Weißt du, dann machen wir jetzt hier überall Redstone hin. Und zack, und zack, und zack. Weiter, weiter. Okay, Leute. Das muss um das komplette Haus jetzt gebaut werden. Hier oben dürfen wir die Stufen nicht vergessen. Und zack, und zack, und zack. Und zack, und zack, und zack. Okay, Leute, ihr seht, wir sind schon richtig weit gekommen. Wir sind gleich fertig. Wir haben jetzt hier schon überall die Magma-Blöcke und die Kolben platziert. Ich mache jetzt nur noch überall hier das Redstone hin. Und Odi, du passt schön auf, okay? Mach ja keinen Fehler, ja? Auf gar keinen Fall, Lumi, auf gar keinen Fall. Okay, oh, oh, wartet mal. Nein, hört ihr es? Oh. Es trampelt schon wieder. Oh nein, es kommt irgendwo von da hinten. Ich glaube, der Riesen-Lumi kommt wieder. Oh nein. Irgendwo. Oh nein! Oh. Schau mal, Braxy! Braxy! Da oben! Nein! Er ist da! Was macht er da? Oh nein! Oh, Braxy! Er guckt uns an! Oh Mann! Wie kann das nur sein, dass jemand mich so groß gemacht hat? Und dann will er uns auch noch umbringen. Oh Mann, Leute, ich habe richtig Angst vor diesem Riesen-Lumi. Mann, ich hoffe, unsere Base wird stark genug sein. Oh Mann, Braxy, wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen. Komm schon, wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell. Oh, weiter. Leute, wir sind gleich fertig. Nur noch ein paar Redstone. Komm schon. Und zack, die letzten paar Blöcke. Oh, wir sind endlich fertig. Endlich. Oh Mann. Oh, Mann. Aber, Lumi, wir haben ein kleines Problem. Warte. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Ja, Braxy. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Warte mal, ich weiß wie. Schau mal, in unserer Kiste waren doch so ultimative Jetpacks drin. Ich zieh den einmal an. Guck dir an, wie cool der aussieht. Okay, ich habe mir den jetzt aufgesetzt und... Wow! Schaut mal, jetzt können wir einfach drüber fliegen und... Wow! Guckt euch das an, Leute. Ich habe einfach ein Jetpack. Wow! Das ist richtig cool. Aber, Leute, wir dürfen nicht so viel rumspielen. Wir müssen die Base weiterbauen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen riesengroßen Lavagraben um das Haus rum. Damit der große Lumi auch nicht hier reinkommt, okay? Ja, wichtig. Okay, dann lasst uns jetzt hier noch einen richtig großen Graben machen. So, zack. Und da kommt dann überall Lava hin. Komm schon, helft mir beim Buddeln. Zack, zack, zack. Los, los. Vorsicht! Mann, Lumi, hier sind doch die Pisten. Da passiert nichts. Sie sind aus Stein. Wir kriegen das schon hin. Okay, ich würde sagen, wir buddeln jetzt, Leute. Und dann muss hier überall Lava reingemacht werden. Wartet, ich nehme hier schon mal einen Lava-Eimer. Und die machen wir dann überall hier hin. Achtung, aufgepasst, Odi. Hey, Lava. Pass doch auf. Oh, ja, mache ich doch. Lava kommt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir buddeln jetzt erstmal. Oh, komm schon, die letzten paar Blöcke helfen mir, Odi. Oh. Na los, na los. Zack, und okay, ich glaube, wir müssten jetzt alles ausgehöhlt haben, Leute. Perfekt, jetzt muss hier nur noch überall Lava hin. Und dann haben wir einen riesengroßen Lavagraben in unser Haus gebaut. Das ist sehr gut, okay. Könnt ihr mir ein paar Lavaeimer geben, Braxy? Natürlich, ich habe extra welche mitgenommen, weil ich wusste, wir wären nicht ganz fertig. Eins... Zwei, drei, vier. Okay, dann helft mir jetzt. Wir müssen jetzt hier überall Lava hinmachen. Und zack, und zack, und immer so weiter. Okay, wir sollten jetzt alles geschafft haben. Überall ist Lava platziert. Ich schau mir das an. Wartet. Oh, oh Mann, Leute, schaut mal. Um unser komplettes Haus ist jetzt Lava.
Oh Mann, und wenn die kleinen Mini-Lumis kommen und die hier reinbrechen wollen, schau mal, Odi, man kommt gar nicht mehr rein. Ja, wir sind sicher, Lumi. Oh Mann, das sieht gut aus, Leute. Aber ich weiß nicht, ob das den Riesen-Lumi auffällt. Vielleicht sollten wir jetzt anfangen, unsere Raketenwerfer zu platzieren. Und Lumi, ich hab eine Idee. Was denn? Warte mal, wir können doch, ich muss mein Jetpack anziehen. Was ist los? Wir können doch hier drauf, komm mal hier hin. Da müssen wir Stacheldraht drauf machen. Nein, Laser, und zwar bis nach oben. Wow, was? Was? Du willst hier Laser machen bis ganz nach oben? Bis zum Dach, damit wir wenigstens vom großen Lumi beschützt sind. Boah, das ist eine coole Idee. Ich glaube, das wird die sicherste Base aller Zeiten, Leute. Okay, da nichts wie los. Oh, mein Jetpack ist viel zu schnell. Warte. Ah. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt einmal unsere Schildpads und das hier. Und jetzt müssen wir nur oben ein paar Blöcke platzieren. Okay. Los, Braxy, los! Braxy, schaut mal, Leute, er gibt sich Mühe. Er baut da jetzt oben. Sei ja vorsichtig mit dem Jetpack, Braxy. Einer fehlt noch, komm. Und zack. Und jetzt bauen wir hier ganz drüber eine richtig große Laserwand. Oh, warte, ich will auch nach oben. Und zack, wow. Oh, Braxy. Okay, ich habe auch noch ein paar Stufen. Jetzt müssen wir nur nach drüben bauen und überall Laser platzieren. So, dann brauchen wir die Shieldpads. Warte. Und zack. Okay, jetzt markieren wir das Ganze. Zack. Und jetzt müssen wir nur nach unten. Und zack. Wow, guck dir das an. Und das, Leute, machen wir jetzt um das komplette Haus rum. Ich glaube, Braxy, das wird die stärkste Base aller Zeiten. Definitiv. Los, Jungs, ich mach schon weiter. Helft mir jetzt. Ja, wir kommen doch schon. Okay, Leute, wir waren jetzt fleißig, haben hier alles schön fertig gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Shieldpads, die müssen wir platzieren. Warte, oh Mann, das ist gar nicht so einfach mit dem Jetpack. Und zack, und zack, und zack, und zack. Und das machen wir jetzt bis dahinter, Leute. Und immer weiter und weiter und weiter. Und der letzte. Okay, ich habe jetzt alle platziert. Jetzt müssen wir die nur noch verbinden. Und meine Freunde machen das schon richtig klasse. Braxy, das sieht richtig krass aus, was wir da bauen. Oh, normal. Das wird die sicherste Base, die die Zuschauer jemals gesehen haben. Oh Mann, Leute. Und ich würde sogar sagen, dass die Zuschauer jetzt mal ein Like da lassen sollen. Oh Mann, stimmt, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like für diese coole Base, aber die ist echt cool. Nein, warte mal, hört ihr das? Der Boden wackelt schon wieder, als würde jemand kommen. Nein, Leute, ich glaube, der Riesen-Lumi kommt wieder. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Braxy, ich habe Angst. Von irgendwo hier. Der Riesen-Lumi ist da hinten. Oh Mann, Braxy, wir haben nicht mehr viel Zeit. Was macht der da? Ich glaube, er versucht hier irgendwie einzubrechen. Oh. Er hat riesen TNT-Blöcke. Braxy! Oh Mann. Oh nein. Leute, was sollen wir nur machen? Braxy, ich glaube, er versucht hier einzubrechen. Oh weia. Verschwinde. Lass unser Haus in Ruhe, du böser Lumi. Oh Mann. Du Doofkopf. Oh Lumi, nein. Ich habe eine Idee. Er macht alles kaputt. Er will einbrechen, Braxy. Geh weg! Ja, schieß auf ihn, komm schon. Verschwinde, böser Lumi. Ich glaube, er ist weg, Braxy. Jetzt lass Li... Oh nein! Weg mit dir! Oh weia! Er macht alles kaputt! Braxy, wenn er so weitermacht, ist er gleich in der Base drin. Wir müssen schnell zu Odi. Leute, ich hoffe, unser Laser ist auch soweit fertig. Schaut mal an, wie cool das aussieht. Okay, wir müssen vorher noch ein paar platzieren. Dann sind wir fertig. Wartet, ich brauche mein Jetpack. Und dann verbinden wir noch die restlichen Laser. Oh, komm schon, Lumi. Oh, da oben noch ein paar. Braxy, wir brauchen noch ein paar Shieldpads hier oben. Schnell, schnell, schnell. Warte. Oh Mann, komm schon. Komm schon, Lumi. Und noch ein, zack. Dann da auch verbinden. Oh, du schaffst was, Lumi. Zack. Und noch ein. Den letzten machst du, Braxy. Und zack. Okay, das sieht gut aus, Leute. Oh Mann. Oh, Leute, das sieht so cool aus. Ist hier gerade was explodiert? Ich war gerade da hinten Pipi machen. Der Riesen-Lumi hat versucht einzubrechen. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Schnell, da unten. Fehlt noch einer. Ich glaube, wir müssen jetzt innen noch irgendwas machen. Ich will um die komplette Base drin einmal noch Kaktus platzieren, Braxy, damit diese Baby-Lumis auch wirklich nicht reinkommen, okay? Okay, los. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal reinfliegen. Oh. Oh nein. Braxy, mein Jetpack ist überhitzt. Mein Jetpack ist überhitzt. Braxy! Oh nein. Nein. Mein Jetpack ist... Ihr müsst mir helfen. Platziert Wasser oder irgendwas unten. Leute, mein Jetpack hat sich überhitzt. Oh Mann, ich bin ganz weit oben in der Luft. Ich hoffe, Braxy hat irgendwo Wasser platziert. Lumi, hier, hier. Oh, nein, mein Jetpack ist aus. Oh, weia. Braxy, du hast mir mein Leben gerettet. Dankeschön. Hey, ich auch, du Doofkopf. Ja, ihr beide. Aber jetzt lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen die Base weiterbauen. Kommt schon. Okay, jetzt würde ich sagen, ist der Kaktus an der Reihe, Leute. Das heißt, Braxy, wir müssen hier auf jeden Fall jetzt überall fleißig Sand platzieren. Das heißt, wir müssen jetzt hier überall Löcher buddeln, weil hier muss überall gleich Sand hin, okay? Okay. So, fleißig buddeln, Leute. Jetzt heißt es wieder ganz viel Erde abschaufeln. Und zack, super macht ihr das. Und immer weiter graben, Leute. Die Base soll ja sicher werden. Und zack, und zack, und zack. So, oh, komm schon, die letzten paar Sandblöcke weg. Und, oh, Jungs, ich brauche noch ein bisschen Sand, Odi. Ich komm schon, Lumi, warte. Schaut mal, wir platzieren um die komplette Base einfach noch Kaktus. So, hier noch ein paar Sandblöcke. Dankeschön, Odi. Und zack, perfekt. So, jetzt machen wir das dahin. Und jetzt fehlt nur noch der Kaktus. Schnell, Odi, wir müssen Braxy helfen. Schnell. Und, oh, komm schon. So, dann der nächste dahin. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Kakteen. Kannst du mir noch ein paar geben, bitte? Natürlich. Ich hoffe wirklich, Leute, dass unsere Super-Duper-Base ausreicht. So, jetzt kommt hier überall noch schön Kaktus hin. So, und dann ist, glaube ich, unsere Mega-Base auch sicher. Vielleicht müssen wir hier innen noch irgendwas platzieren. Also ich meine, rein kann man auf jeden Fall nicht. Ihr seht, sobald man hier drüber laufen möchte, zack, kommen diese Blöcke. Das heißt, ihr seht, Leute, man kommt hier nicht durch. Das ist echt super geworden. Okay, auch der Laser. Ich glaube, hier sollte der Riesenlumi auf jeden Fall nicht eindringen. Wir machen jetzt überall noch schnell Kaktus hin, Leute. Und den letzten Kaktus. Oh, ich glaube, Jungs, wir sind fertig mit dem Kaktus, oder? Das sieht so cool aus. Oh Mann, wartet, Leute, das müssen wir uns von oben angucken. Mein Jetpack sitzt. Oh, guckt euch unsere Riesenbase an, Leute. Sieht das nicht krass aus? Ich meine, wir haben einfach überall Kakteen um die Base drum gemacht. Dann haben wir unsere Mega-Laser. Aber hier drin fehlt noch was. Wartet. Und zack. Ich glaube, hier oben müssen wir auch noch was platzieren. Oh, ich weiß was. Ich will überall Stacheldraht oben auf die Laser drauf machen, Braxy. Falls der Riesenlumi versucht, drüber zu klettern. Weißt du, was wir hier platzieren? Ja, ich will da Stacheldraht hinmachen. Nein, deine Kanonen. Aber die können wir nur in die Ecken machen. Dazwischen müssen Stacheldrähte hin, Braxy. Ja, das meine ich ja. Also ja. Hier in der Ecke deine Kanone und hier in der Mitte Stacheldraht. Okay, das machen wir so, Leute. Ich muss nur wieder rüberkommen zu Braxy. Und zack. Okay, Braxy, hast du überhaupt ein bisschen Stacheldraht für mich dabei? Natürlich. Du bist der Beste. Alles eingepackt. Oh, perfekt. Aber das ist ja nur einer. Ah nein, da sind noch ein paar. Okay. Okay, Braxy, ganz langsam machen, ja? Ich platziere jetzt hier überall diese Stacheldrähter. Und zack. Oh Mann, Leute, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Oh, Braxy, guckt ihr das an. Oh, mega. Aber denk an die Ecken. Die müssen frei sein. Ich weiß, ich weiß. Warte. So. Und der letzte. Ich brauche auch mein Jetpack. Und zack. Perfekt, Leute. Wir sind fast fertig. Nur noch da drüben fehlen ein paar Stacheldrähter. So, dann hier auch noch überall. Und dann haben wir es gleich geschafft, Leute. Und immer weiter und weiter und weiter. Okay, Leute. Der Stacheldraht sitzt jetzt in der kompletten Base. Braxy, es ist jetzt Zeit für unsere Kanonen. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Platziere sie endlich. Okay, Achtung, Leute. Einmal da drauf. Und jetzt passt ganz genau auf, Leute. Das ist richtig cool. So, okay. Hier wird jetzt die erste Kanone platziert. Ah, dann hier drüben kommt die nächste. Zack.
So, und... Oh, warte. Jetzt. Okay, okay. Jetzt muss da noch Munition rein. Oli, du hattest doch in deiner Kiste doch Munition, meintest du, oder nicht? Ja, genau, warte. Die müssen wir da jetzt reinmachen. Okay, Leute, das heißt, hier kommt auch noch eine Kanone hin. So, zack, perfekt. Und hier drüben auch noch. Und fertig, perfekt. Boah, das sieht echt cool aus. Okay, okay, Leute, es ist jetzt überall Munition drin. Die Waffen werden auch aufgeladen. Wir haben sogar überall jetzt nochmal 2 Stück platziert, dass die Base doppelt sicher ist. Und jetzt würde ich sagen, Jungs, zu guter Letzt, wartet, ich komme zu euch. Oh, wartet. Oh, oh, wisst ihr, was wir jetzt noch machen müssen, ne? Was denn? Wir müssen unten noch was Sicheres bauen. Und zwar, schaut mal, hier unten, da ist zu viel grünes Gras. Ich bin dafür, dass wir hier unten überall Spikes hin machen. Hier, oh. Odi und Breaks, ihr nehmt auch ein paar. Wir machen jetzt hier überall noch Spikes hin. Dann ist die Base wirklich sicher. Leute, das ist wirklich mit Abstand das sicherste Haus aller Zeiten. Okay, ich glaube, das sieht super aus. Oh Mann, ich bin schon richtig aufgeregt. Kommt rein, Leute. Oh, was ist, wenn der Riesen-Lumi gleich kommt? Ich glaube, die Tür ist auch nicht sicher. Wir brauchen eine andere Tür, Braxy. Holz geht doch so leicht kaputt. Du hast recht. Warte, ich habe was in meinem Zimmer. Oh, oh Mann. Oh, die kommen schon. Helf mir, die Tür abzubauen. Und oh, oh, die ist so... Oh, komm schon. Helf mir. Ich bin viel stärker als du, du Doofkopf. Oh Mann. Ich hoffe, dass der böse Lumi nicht gleich da ist. Oh. Braxy, das ist lieb von dir. Wir brauchen aber 2 Stück davon. Braxy, bitte platziere du die letzte Tür. Komm schon, wir brauchen 2 Stück. Perfekt. Schau mal, ich glaube, jetzt ist das mega sicher. Schau mal diese super Türen an. So, und Odi wird eingesperrt. Hey, ihr Doofköpfe, lasst mich raus. Oh Mann. Nein, komm raus. Guck mal, Leute, ich glaube, unser Haus ist jetzt mega sicher. Wir haben super starke Türen. Wir haben Laser. Wir haben unsere Lava. Oh, oh nein. Hört ihr das? Der Bogen. Oh. Es geht los. Odi, oh. Braxy, bringt euch in Sicherheit, Braxy. Komm rein, komm rein. Wo, wo ist eigentlich Odi? Er war doch gerade noch. Oh nein. Wartet mal. Sehe ich das richtig? Ah! Oh Mann. Oh nein. Braxy, siehst du das? Ich glaube, der Riesen-Lumi ist da. Er steht direkt am Eingang. Oh und mein Gott. Er ist riesig. Und wo ist Odi? Oh, Odi? Komm nicht hoch, geht weg, ich hab mich eingesperrt. Ey, lass uns hoch, mach sofort auf, Odi. Nein, niemals. Oh, Braxy hat uns einfach ausgesperrt, was machen wir jetzt? Mann, Braxy, er kommt rein. Braxy, er ist drin, er kommt. Wir müssen auf das Dach sofort, komm runter, wir müssen unsere Jetpacks nehmen. Oh, oh nein, er ist schon da, schnell nimm dein Jetpack. Oh, 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 oh nein, Braxy, er ist direkt hier unten. Was hat er vor? Oh, Mann. Er läuft um die Base rum. Oh Mann, was machen wir jetzt, Braxy? Ich weiß es nicht. Ich hab einen Pfeil und Bogen. Hier, nimm du mal den Bogen. Ich glaube, er schaut sich gerade die Base an. Er merkt, dass er keine Chance hat. Hä? Was willst du machen gegen unsere Riesenbase? Gegen diese Laser kommst du nicht an, du Fiesling. Ah, Braxy, komm genau. Schieß auf ihn. Ich nehm... Weg mit dir. Hä? Braxy, er läuft raus. Ich glaube... Wir haben ihn verjagt. Du hast ihn Angst eingejagt mit deinem Bogen, Braxy. Er ist weg. Oh Mann, das haben wir super gemacht. Braxy, schlag ein. Komm her. Boah, ich bin stolz auf... Hä? Hörst du das? Was? Was zur Hölle? Hä? Warte mal. Braxy, schau dir das an. Er kommt zurück. Und er hat eine kleine Armee mitgebracht. Braxy, wo bist du? Ich glaube... Braxy! Ich bin nach unten. Schau dir das an. Braxy, die versuchen reinzukommen. Es geht los, Leute. Aber schau mal, die kommen nicht rein. Es funktioniert. Unsere Blöcke blocken die. Oh nein, und der Riesen-Lumi baut den Kaktus ab. Er versucht einzubrechen. Schnell, schieß ihn ab, Braxy. Nimm das. Was? Komm schon, schieß weiter. Nein, schau mal unten. Die sind durchgebrochen, Braxy. Die Lumis kommen rein. Er baut das auf. Oh nein, oh das nein. Gibt's nicht. Oh Mann, Leute. Odi, komm uns helfen. Odi, komm uns helfen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe Angst vor dem Riesen-Lumi. Oh Mann. Komm. Oh Leute, unsere Base. Er baut einfach alles ab. Oh nein, oh nein, oh nein. Schaut mal. Oh, die kleinen Lumis. Zum Glück haben wir die Lava platziert.
Komm, schieß immer weiter, Braxy. Oh nein, wir müssen das anders anstellen. Das wird nichts, Braxy, schnell. Wir müssen rein ins Haus. Oh, er ist gleich drin. Oh, schieß weiter, Braxy. Oh, die Baby-Lumis. Oh, komm schon, schieß sie ab. Oh Mann, Leute, ich kann es nicht glauben, dass einfach ein riesiges Ich versucht, in unsere Base einzudringen. Braxy, ich flieg nach hinten mit meinem Jetpack. Warte. Ich bin hinter dir, Lumi. Guck doch. Hä? Ja, ja. Oh nein. Braxy, er verfolgt mich. Er hat sein Schwert rausgeholt. Braxy. Nein, nein, nein. Oh, komm schon. Oh, hör auf damit. Bleib stehen. Oh nein. Und die ganzen Baby-Lumis verfolgen mich. Oh nein. Braxy. Mein Treibstoff geht leer. Braxy. Mein Treibstoff. Oh nein, oh nein. Oh nein. Braxy. Braxy. Helf mir, helf mir. Mein Treibstoff ist alle gegangen. Die kleinen Lumis greifen mich an. Lasst Lumi in Ruhe. Oh, geht weg. Oh, oh, oh nein, aua, aua, Braxy. Hilfe. Oh, oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir müssen irgendwie zurück in die Base. Oh nein, hier sind zu viele Baby-Lumis. Mann, das sind viel zu viele. Und oh nein, der Riesen-Lumi ist auch hinter mir. Ah, oh. Lauf, Lumi. Oh, wir müssen... Nee, geht weg. Geht weg. Oh, oh, die sind zu stark. Braxy, wir müssen irgendwie zurück ins Haus. Warte, warte, warte. Oh nein, 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 ich kann es nicht glauben. Braxy, mach irgendwas, irgendwas. Ich mach schon irgendwas. Oh, oh, oh nein, hier spawnen immer neue Erdspawner platziert. Nein, nein, nein. Wir müssen irgendwie rein in die Base. Oh, schnell, Braxy, komm rein, komm rein, komm rein. Beeile dich. Mach zu. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Leute, der Riesen-Lumi ist zu stark. Er hat schon so viel kaputt gemacht. Oh, die kleinen Lumis. Oh nein, er hat TNT dabei. Braxy, was schlägst du vor? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, die kommen uns helfen. Wir brauchen Lass deine mich. Hilfe. Oh, die kommen ich runter. Ich werde niemals rauskommen. Oh Mann, Leute. Der Riesen-Lumi. Oh nein, er hat TNT dabei. Ich glaube, er ist gleich drin. Leute, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Bitte, ihr müsst jetzt alle schnell das Video liken und abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist die einzige Chance. Kommt schon, Leute. 3, 2, 1. Okay, danke schön. Braxy, nein, nein, nein. Ich glaube... Oh Mann, was hat er vor? Er hat TNT platziert. Nein, er jagt es hoch, Braxy. Oh, oh, oh. Oh nein, er fängt an, unsere Base zu zerstören, Leute. Ich fasse es nicht. Braxy, wir brauchen einen Plan B. Gib mir Pfeile. Ich muss auch mit dem Bogen schießen, Braxy. Oh, danke schön. Und jetzt schieß. Schieß auf. Los. Ihr bösen Lumis, verschwindet sofort. Oh Mann, ich habe das Gefühl, der Riesen-Lumi ist unbesiegbar. Oh, Braxy, unternimm doch was. Komm schon. Oh nein. Oh nein, Braxy. Alle Baby-Lumis sind tot. Aber er hat alles kaputt gemacht. Oh, er ist nein. drin. Oh nein. Nein, 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 Braxy. Was machen wir, Odi? Es ist jetzt an der Zeit, uns hochzulassen. Lass mich in Ruhe. Oh, nein, aua, nein, nein. Oh, bleib hier hinten, Braxy. Nicht ans Hausfenster rangehen. Er ist direkt vor uns. Verschwinde. Riesen-Lumi. Er macht die Fenster kaputt, Braxy. Oh nein, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, er macht das. Er macht alles kaputt. Oh Mann, Leute. Ich hab das Gefühl, das war's mit uns. Oh nein. Braxy, er zündet unser Haus an. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh Mann. Hör auf damit. Riesen-Lumi, unterlass das. Aua. Oh, alles brennt, Braxy. Er hat unsere Base zerstört. Alles geht in Flammen auf. Oh, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Oh nein, er guckt mich so böse an, Leute. Als wäre das das Ende. Oh, bitte, Leute, ihr müsst uns helfen. Oh nein. Verschwinde. Stirb, Braxy. Wir müssen irgendwie raus. Jetzt, renn. Jetzt oder nie. Du kriegst uns nicht, Riesen-Lumi. Braxy, schnell. Mach die Spikes weg. Helf mir. Er kommt, beeile dich. Rüber, sofort. Okay, wir sind raus. Oh, ich habe all meine Sachen abgelegt. Die waren zu schwer. Sonst konnte ich nicht so schnell laufen, Leute. Oh nein, wir werden verfolgt von den Baby-Lumis. Braxy, der Riesen-Lumi. Aber wir müssen doch Odi helfen, Braxy. Er ist noch im Haus drin. Lass uns erstmal in Sicherheit gehen, dann holen wir Odi ab. Oh nein, er will uns den Weg abschneiden. Nein, nein, nein. Hör auf. Braxy, Braxy. Oh nein, es ist vorbei. Nein! Odi. Es war eine schöne Zeit mit dir. Braxy. Odi, mein Freund.
wieso hast du dich nur eingesperrt? Braxy, er hat sich für uns geopfert. Wir sind gerade noch davon gekommen. Aber ich glaube, Odi hat's nicht geschafft. Leute, was machen wir nur jetzt ohne unseren Odi? Wir müssen einen Weg finden. Ich kann das nicht mehr machen. Um ihn zurückzuholen. Vielleicht lebt er noch und hat sich irgendwo tief im Haus versteckt, Leute. Wir müssen ihn finden. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und checkt meine Freunde in der Videobeschreibung ab. Und bevor ihr geht, drückt rechts auf das Video drauf. Das müsst ihr euch auch noch anschauen. Das ist auch echt cool geworden. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.